Die Almbauern haben lange gezögert. Noch vor ein paar Jahren wollten sie sich gar nicht einlassen auf das neue Konzept für das Wahlberghaus. Im November haben sie ihr Haus dann endlich verpachtet an Corbinian Kohler. Seitdem hat sich hier einiges getan. Modern sei die Einrichtung geworden, aber immer noch bayerisch. Wir wollten ja schon auch eine Wiedererkennung haben, nicht, dass das jetzt gespinnert modern ist und dass man gar nicht mehr weiß, ist man jetzt am Berg oder in New York. Außen schlicht wie bisher, innen stilvoll, so das Konzept. Bergwanderer sind immer noch willkommen im Wahlberghaus, aber einfach nur gut wirtschaften wie andere am Berg, das reicht dem neuen Pächter nicht. Beispiel die kombinierte Selbstbedienung. Nach der Bestellung am Tresen wird am Tisch serviert. Und abends gibt es ein Menü. Also es wird nicht eine riesen Auswahl geben und ab 7 Uhr ist Essen, sondern es gibt um 7 Uhr ein Essen, was wir jeden Tag frisch für die Leute kochen. Mit der Vorspeis, Hauptspeis und der Nachspeis. So, und da ist jetzt gerade Baustelle. Da wird noch geschaufelt. Grüß Gott. Punkt kommt voran. Ja, wir kommen hier voran. Also bis jetzt sind alle arbeiten. Super. Uns pressiert es wahnsinnig, weil die Saison hat schon angefangen. Ja, verstehe ich. Eine stilvolle Renovierung ist Corbinian Kohler auf jeden Fall zuzutrauen. Unten am Tegernsee hat er in den letzten Jahren das Bachmeier-Weissach-Hotel wieder auf Vordermann gebracht, ohne Vorkenntnisse in der Hotelbranche. Und so fährt er auch regelmäßig den alten Unimog höchstpersönlich, den er für die Versorgung des Wahlberghauses gekauft hat. Es ist ein Kindheitstraum, sowas zu machen. Aus dem Wahlberghaus wird nun das Berghotel Altes Wahlberghaus. Ich habe gerade ringsherum um den Tegernsee alte Bauernmöbel, Bauernbetten und Schränke. Und so richtet man das jetzt gerade ein. Eine Übernachtung mit Halbpension wird um die 100 Euro kosten. Hier oben am Berg ist das viel, verglichen mit den Preisen im Tal, eher günstig. Corbinian Kohler will hier oben eben eine eigene Kategorie entwickeln. Wir wollen uns ja nur dadurch unterscheiden, dass wir unter Umständen ein bisschen mehr Feinsinnigkeit reinbringen. Wir haben ja gar keinen Luxus hier oben, außer den Luxus der Einfachheit. Fest steht, der Wahlberg hoch über dem Tegernsee wird um eine Variante reicher.